Hallo und willkommen zurück bei 7 Days to Die, Let's Play Together, gemeinsam mit der Tibra Hallo, und mir, dem grüß Anduin. Hallo, grüß euch. euch. So, es geht gleich da weiter, wo wir, Garage is empty. jawohl, wo wir die letzte Folge beendet haben. Ich gehe wieder zurück auf den Weg und laufe wieder retour. Okay, wo war der Weg? Hinter der Garage, komischerweise. Ah ja. Ein Laufhund voraus. Ja, das ist wohl da erlaufen. Schauen wir mal, wer schneller ist von uns beiden. Ui, Hey, die schlagt Hocken wie ein richtiges. Na, das lasse ich lieber. Oh, da stehen ein Kakteen. Ja, aber du bekommst viele Federn von einem Hühnchen. Ja, ist okay. Ich werde noch genug Hühnchen finden. So, von welcher Richtung sind wir denn Wir sind von gekommen? rechts gekommen, wir können aber auch weiterlaufen, den Weg da nach Richtung links, schauen, wo er endet. Okay, dann. Halt, Hirsch. Links. Hab ihn. Ja, die sind in Arsch gewesen. Der Pfeil war in den Arsch. Ja, das ist ja egal. Das hat sich erlegt. Hey, aber es hat Der cool war so groß, ich ausgesehen. bin auf Nummer sicher gegangen, den habe ich nicht verfehlen können. Weißt du, wie schwer es ist, bei den Dingen einen Kopf zu treffen? Ja. Aha. So, da ist ein Dicker. Glaube ich, oder? Na, ist eine Krankenschwester. Oder irgend sowas. So, ich komme wieder zum Weg retour. Kommt auf dich zu. Ja. Und da vorne ist ein Zeltlager. Okay, dann machen wir aber die gleich. Also, soweit ist das nicht mehr. Ich hab sie. Ich kümmere mich um sie. Lauf du mal weiter und schau, was sie im Zeltlager so tut. Nimm da noch ein paar Federn mit. So, das war's. Das ist immer die, die normalerweise Essen hat, gell? Naja. War nicht allzu glorreich. Maismehl. Okay. Zeltlager, ja, es sind zwei Zelte. Ja, es ist ein kleiner Campingplatz, ne? Und keine Zombies. Kann das Ich sein? wundere mich gerade. Das riecht nach Falle. Vorsicht. Sitzen wahrscheinlich eine ganze Zombie-Horde im Zelt und warten nur darauf, dass wir die Plane wegnehmen beim Zelteingang. Überraschung. Na bitte. Da kommt schon was. Ja, du wirst das nicht glauben, aber ich habe recht. Hinterm Zelt ist gestanden und hat auf uns gewartet. Sie Eine kommt. oder mehr? Eine. Sie kommt. Ui, wieder mal durch den Kopf. So, komm her da zu uns. Da war aber noch eine irgendwo. Ah, sie ist schon. Ja, Krankenschwester kommt. Oh, die hat. Aha, kannst du die Krankenschwester ablenken? Ja. Ich muss ja mal schauen, was ich jetzt rausschmeiß. Oder es Ich wäre schmeiß da die alten etwas. Sandwiches weg. Und das Ja, eine Scrap die braucht Metal. die keiner. Oder die Sesseln. Was soll ich wegschmeißen? Ja, weg mit den Saison. Nix, das Maismehl. So. Die Krankenschwester hatte nix. Aber 10 Shot. Na, für die Pumpgun. Wie heißen sie? Shotgun Shells, genau. Okay, meine Liebe. Ach Gott, das war ein Kaktus. 21 mal Gunpowder. Wir räumen hier mal schnell auf. Irgendwo. Wo ist da? Ja, bei mir da ein Griecher. Ich kümmere mich um ihn. Okay.
Irgendwo ist. Ich habe einen Wrench gefunden. Und was? Zum Zerlegen. Was hast du gefunden? Zum Zerlegen des Repair-Tool-Dings Ah, cool. da. Ja, aber So. das können wir mittlerweile ja selbst abbauen. Ach so? Ja. Ich glaube, ich Wie? habe das schon gelernt. Das habe ich, glaube ich, von einem Airdrop bekommen. Entweder du oder ich. Einer von uns zwei hat den. Was ein Airdrop. Och, geh! Nein! Die nächste. Und da kommen noch welche. War knapp hinter mir. Ich sage ja, Falle. Wo bist du? Egal, ich laufe mit meiner mal da wieder zu dem Weg. Ja, ich komme schon zu dir. Und Halleluja. werde die da fertig machen. Ui, das Ding, oh Scheiße, ein Zombie verfolgt mich. Das bist ja du. Da Okay. oben ist auch ein Zombie, Ja, ich siehst du sehe das? ihn gerade. Ja, bitte, wir sind nicht so falsch gelegen. Die haben sie in dem Zelt versteckt. Er ist noch immer. Halleluja. Ich wollte vorher noch sagen, ich lege einiges in das Auto. Ah, da ist schon wieder irgendwo einer. Ja, Ah ja. ich bin ein super toller Lockvogel. Ja, ich glaube, das ist auch mein Fleisch. Gibt doch jetzt einiges an Fleisch drinnen. Da kommt einer übers Zelt. So. Es hört sich ruhig an. Dann Lupe. Ich kann nichts mehr nehmen und hat da so tolle Sachen. Ah, ich kann die Blaubeeren zu Blaubeersamen verarbeiten, oder? Ich lege in das Auto was rein, was ich nicht dringend zwingend brauche. Und das kann man sich ja irgendwann holen, habe ich mir gedacht, ne? Stimmt. Habe ich in etwa recht? Hast du vollkommen recht. Das ist schön. Freut mich. Wie lang? Also. So, das ist mein Shirt, das lassen wir. Zack. Was da mal noch raus? Seine Sessel. Das muss er drin. Nehmen wir mal an, es wird keine anderen Spieler geben, die uns was wegnehmen. Glaube auch nicht. Nee. Das ist verschwunden. Graue Dinge schreibe ich ein. Treuere noch immer den coolen nach, damit dass man die nicht mehr abbauen kann. Ja, stimmt. Das wäre cool.
Rappen, rappen. Hast du alles rausgenommen? Und das, was ich aufnehmen habe können, habe ich Ja. rausgenommen. So, jetzt werden wir die Sesseln dann noch abbauen. Das ist eh leer. Dann müssen wir für wahrscheinlich retour. Da erinnern hast du schon. Okay, wo müssen wir hin? Wir können den Weg entlang, dann kommen wir schlafen gemacht. Ja, wir können den eigentlich wieder retour laufen. Schauen wir mal. Nein, wir müssen sowieso retour. Echt. Aber wenn wir den hier entlang laufen, man sieht uns auch nicht gut, Wir dann kommen. könnten direkt nach Süden laufen. Da kommen wir zu unserer Base. Okay, dann ich laufe. Wo wolltest du hin? Ja, Ich sehe dich okay. nicht. Ah, da ist sie. Nichts mehr nehmen. Ich bin Ja, sowas ich von bin auch voll. voll, also es ist sehr sinnlos, dass wir noch weitermachen. So, da vorne wäre wieder ein Hirsch. Ich nehme den Mais mit. Da sind immer gefragt. Das heißt, heute Abend gibt es Speck und Bohnen. Speck und Ei, so die Bohnen. Was? Speck und Ei gibt es heute. Ah, Und ich du habe ihn hast erwischt. Fleisch, aber Eier. Ja, stimmt. So, ich bin im gemäßigten Gebiet. So, alles was da liegt, ist wahrscheinlich Fett, genau. Und Rotting Flesh, okay, das ist verschmerzbar, dass wir das da lassen. Blöde Schwester, ich kann dich nicht ausnehmen. Ah, ich sehe schon unser Wäldchen. Und ich sehe die Base. Und die Erdäpfel sind reif. Okay. Ja, was mache ich am nächsten Tag? Ah, du bist hier hinter mir. Noch ein Hirsch. Ja, die haben sich wieder erholt. Hirschen. Jede Menge Fleisch. Fan. Lecker, lecker, lecker. Oh, ich brauche einen Aufgang. Lol, unsere Beans. So, von welcher Seite komme ich? Okay, dass ich gleich auf die ersten Woodlock Spikes drauf springe.
Ja, das wäre ungünstig. Kannst abbauen, ich bin oben auf. Na dann rein mit der Beute, schauen wir mal. Rekli. Oh, so. Auch Wusste ich irgendwo. doch, dass der Zombie mir folgt. Ich hab einen Zombie, der mir gefolgt ist. Brauchst du Hilfe? Oh nein, das geht schon. Oh no. Ja. Schlimmsten Fall Eis. vernichtet also in die Woodlocks Spikes. Wir haben da noch 25 Fleisch im Inventar. Noch nicht abgebraten. Also, das Gesprenge ist ja schlimm. Ja, Tibor und ich haben während dem Minen besprochen, wie wir die Base weiter ausbauen, also vor allem unsere Absicherungen. Du, der vernichtet sie gerade in die Woodlock Spikes lassen. Okay. Und wir werden die Hänge, die wir jetzt da rein haben, zu unserer Base, also die Erdhänge, die werden wir terrassieren. Da kommt dann Barbwire drauf. Um die Zombies zu verlangsamen da draußen. Ich bin drinnen. Oh, Papier kommt da dazu. Alles schon haben. Auch noch eingeben. Gunpowder. Boah, wo war das? Bei der Munition. Hier oben die Seite, wo's Eisen und so ist, da drüben. Ah, danke schön. Bitte. Hier kommt die Kohle mehr oder weniger dazu. Glaube, die Eis. Fässer haben wir hier. Ja, genau. Wir haben auch schon ausgerechnet, was wir an Material brauchen. Also hätte die Waffenteile hier hinlegen sollen. Was Ah, wir du, an ist egal, das geht Material sich eh nicht aus. brauchen. Und das ist noch jede Menge zu farmen. Ja. Du. Ja, genau, was wir auch besprochen haben, wir werden zumachen, dass wir in der Nacht immer farmen werden. Und tagsüber dann entweder bauen oder halt so wie heute so Erkundungsgänge looten, schauen, dass wir Sachen finden. Genau. So wäre die Aufteilung. Na schau. Hat sich doch gelohnt. Gut, dann genießen wir vor Tag 28 nochmal den Abendhimmel. Ne? Ich werde am nächsten Tag die Kartoffel abbauen, bevor wir zur alten Base und dort noch nach dem Rechten schauen, damit wir safe sind für die Nacht, ne? Ja, wir werden in Tag 28 werden wir drüben verbringen, weil wir wollen ja das Erdgeschoss ausstatten mit Woodspikes. Ah ja, ich kann gleich mal beginnen, mir ein paar Pfeile mehr zu machen. Oder magst du bitte Ich baue eine? jetzt dann gleich die Armbrust. Ja, danach wollte ich fragen. Zweimal. Zweimal Das Armbrust, ne? wäre sensationell geil, weil dann kann ich mir die beiden Bögen als Reserve behalten. Jo,
Und ich mache Pfeile. Kann ich hier die normalen Pfeile verwenden? Kannst Oder? den Ja. wo? Bei Nein, der nein, nein, nein. Armbrust. Die Armbrust braucht die Armbrustbolzen. Ah, ja, stimmt. Die sollte ich mitgelernt haben. Okay. Oder man kann sie sowieso, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber. Okay. Dann her mit den Federn. Ja, sag mal, wie ist es gegangen? Ah, so. Rechte Maustaste, nicht linke. So, ja, dann schauen wir mal, was wir da so brauchen für die Crossbow Armbrust. Bolt. Ja, Crossbow Bolt kann man auslassen. Crossbow. Ich brauche Forged Iron. Zweimal Leder, 10 Wood. Nö, es ist ja gar nicht so schlimm. Zweimal Leder, oh. Das heißt 1, 2, 3, 4. Dann zweimal Forged Iron. Ihr seht schon, mit den Eisen geht es uns jetzt besser. 198 Forged Iron, 117 Stahl haben wir. So, dann fertigen wir mal eine Armbrust. Hast du die Frames abgebaut vor der Hütte? Ja. Oh, danke. Trifft sich gut, weil mein Bogen ist gerade beim Ich habe zwei grüne Zerdeppern. Bögen, Oh, die und muss. blau. Oh. Vielleicht noch eine für mich machen. Ja. Sind schon da. So, ich schmeiß da gleich da in die Waffenkiste eine rein. Und Crossbow Bolts kannst du jetzt selbst bauen, oder? Habe ich selbst gemacht, ja. Alles klar, okay. Oh, schönes Teil. Ja, ich bin bereit. Zombies jetzt könnte kommen. Die Show kann beginnen. Yes. Tibra hat aufmagaziniert. Irgendwo keucht und fleucht etwas, aber gut, es ist Nacht. So, ich muss mir auch noch die Crossbow Bolts bauen. Okay. Dann ziemlich fertig, oder? Wir sind durch, ja, 23 Minuten. Na Ja, wenn schau. es gefallen hat, dann wie immer, das kennt ihr ja schon, Abo, liken, Daumen hoch, weiterempfehlen und so weiter. Und natürlich, wenn es euch gefallen hat, dann beim nächsten Mal wieder aufschalten. Und wenn es bei uns heißt, 7 Days to Die, Let's Play Together gemeinsam mit der Tibra und dem Anduin an Tag 28 am Hordentag. Ciao! Ciao.